Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Will mal schauen, Blut und Staub. Haben wir jetzt das Quest? Das machen wir mal weg. Können wir auch mal gucken. Finde die Unterschrift aber schon ein bisschen interessant. Muss ich ehrlich sagen. Was ist? Geht weiter. Habe ich vor. Ich komme in ein paar Tagen noch mal wieder. Madame. Ihr seht aus, als habt ihr ein gutes Herz. Bitte, meinen Obolus. Nach Unterstadt, Baracken? Gehen wir auch mal hin? Und ich würde da nochmal ein Dings begutachten wollen. Aber hier die Unterstadt finde ich wirklich sehr interessant. Fress nur noch das letzte Stück Brot aus der Tasche. War die schon im Schlagloch? Ein Haufen Idioten, die sich gegenseitig für ein paar Groschen in Zähne einsperren. Diese Fleischmagenkranken hauen mir noch den letzten Nerv. So, wo geht's nochmal raus hier? Maddox Zucht? Maddox Zucht? Fischhütte, Maddox Zucht. Tealoa Arantheal ist zurückgekehrt. Hoffen wir, dass er wie die Truchessa weiß, wo seine Machtgebiete sind und wo nicht. Okay, sehr interessant. Haupttaverne. Gehen wir erstmal hier wieder raus. Du Fackel ist jetzt auch aus. Hallo. Kümmert euch um euren eigenen Kram. Ich gehe doch nur an dir vorbei. So, Arc Südviertel. Gehen wir mal wieder raus. Ich finde die Musik hier von der Unterstadt aber auch echt deprimierend. Aber das finde ich auch das Krasse. Haben die echt geil gemacht. Mal fast zum Gruß. Mal fast zum Gruß. Ich fand das jetzt wirklich richtig geil gemacht eigentlich mit der Unterstadt hier. So. Marktplatz. Ich will nochmal hier bei der Farm gucken, wie es da mittlerweile aussieht. Ihr seid nicht von hier, oder? Ich habe gehört, wie ihr geredet habt. Fremdenviertel? So. Könnt ihr auch mit den richtigen Zutaten an einen Alchemielabor brauen. Experimentiert oder schaltet die entsprechenden Erinnerungen im Vagabundenbaum frei. Das Gesicht kenne ich doch. Danke nochmal für die Hilfe. Ich habe Wirbelsturm getroffen. Ja, Wirbelsturm hat immer noch einen neuen Namen. So, jetzt will ich aber da hinten gucken, wie es jetzt bei dem einen Herrn da auf dem Kornhof aussieht. Reitet wohl! Und ich frage mich, ob wir noch mehr von diesen Dewemer-Rüstungsteilen kriegen. Sorry, ich habe vergessen, wie die hier heißen. Ich glaube, irgendwas mit Lichtgeborenen oder sowas.
Vor allem, ich bin ja irgendwie an die Skyrim-Namen von den Dingern gewohnt. Also Elder Scrolls-Namen. Deswegen sage ich irgendwie hin und wieder ab und zu immer noch aus Versehen die falschen Namen. Aber ich hoffe, man kann mir das verzeihen. Aber ich hoffe tatsächlich immer noch, dass wir irgendwie so diese Daedra-Rüstungsteile finden. Vermutlich heißen die ihn auch einfach nur Dämonenrüstung oder sowas. Aber die will ich trotzdem irgendwie haben. Vor allem, ich finde das hier auch deutlich besser, an bessere Rüstungen ranzukommen als in Skyrim selbst. In Skyrim, ich kann da schon relativ weit am Anfang schon eine Daedra-Rüstung haben oder eine Drachenknochen-Rüstung oder sowas. Was irgendwie richtig, wie soll ich sagen, also eher langweilig dann finde. Aber hier, ich feiere das, dass man schon wirklich richtig hart arbeiten muss. Nachsehen, ob das Elixier gewirkt hat. Hat sich aktualisiert, okay. Gehen wir dann dahin. Also ist es soweit. Ich hoffe, es hat gewirkt, aber ich bin trotzdem neugierig, ob das vielleicht eher ein Fehler war. Also ich gehe eher vom Letzteren aus, dass das ein Fehler war, dass die jetzt hier Melin oder wie der es hieß, getötet hat und da jetzt im Haus wütet. Wer ist denn das da? Na sowas, noch ein Reisender. Und ich dachte, niemand würde es... Mirel. So. Gucken wir mal. Hufenschlag. Sie ist tot. Käsestück. Grüner Apfel. Roter Apfel. Wasser nehmen wir auch mal mit. Tomate. Durchsuche Kiste. Nur Kohle. Warum ist da nur Kohle? Ah, hier. Mirel-Hufenschlag. Mirel-Schlüssel. Stahlschwert. War irgendwie zu erwarten. Das war wirklich irgendwie zu erwarten. Da ist noch Holzschüssel. Großkäsestück. Dass die beide das nicht überleben. Sie hat ihn getötet. Und ist selber auch gestorben. So, das heißt, dann können wir hier einfach uns bedienen. Ist eh alles vorbei. Schwarzbärenpelz nehmen wir mit. Großzelle können wir verkaufen. Können wir verkaufen. Hier noch eine Knoblauchzehe. So, Fleckenpilz, ein Vogelei, oranger Libellenflügel. Kann ich eben was kochen? So, okay. Ein Kohl, ein Kartoffel, ein Lauch, eine Tomate.
Ja. Dann können wir hier noch das. So, gebratenes Wildfleisch, Lachsfleisch. Okay, mehr gibt's hier nicht. Aber ja, die war an. Mal was zum Gruß? Die war halt an Dingen zerknackt, am roten Wahnsinn. Also wäre früher oder später so oder so passiert. Wo rennt der denn hin? Wer ist das und wo rennt er hin? Was hat er vor? Der will jetzt auch nicht das alles uns jetzt unterschieben, oder? Habe ich die Hühner schon gefüttert? Wart ihr schon im Roten Ochsen? Gute Lieder, gutes Essen und jede Menge Apfelwein. Okay. Ich hatte kurz gedacht, der will uns da irgendwas unterschieben. So, roter Ochse. Abend. Gehen wir mal rein. Abend. Gucken wir mal, was es da gibt. Auf einem Weg fand man ihn. Hm? Was wollt ihr? Schreitet wohl. Lavinia. Nimm dich. Es wartet die Waage. Geh schnell nach Haus, sonst ist es zu spät. Schlaf, mein Kindlein, schlaf doch ein. Der Rabe hat nach dir gerufen. Nur zwei Schritt, dann holt er dich ein. In dein Ohr. Reif an Schmerz, reif an Leid, reif an Sünde in Ewigkeit. Befrei dich vom Fleisch, von deinem Leben. Schick deinen Geist den Sternen entgegen. Stählernen Masken wiegen dein Herz mit Blutsünden auf. Schlaf, mein Kindlein, schlaf doch ein. Der Rabe hat nach dir gerufen. Rühr dich in die Nacht hinein. Schmerz, Hunger und Leid, frei von Schmerz, frei von Leid, frei von Sünde in Ewigkeit. Befrei dich vom Fleisch, von deinem Leben, schick deinen Geist den Sternen entgegen. Entfernt deine Lippen, ist dir ein Hieb, den Kiefer zerbricht. Nadel und Faden vernähen deine Augen.
vor Schmerz und Verzweiflung trittst du ins Licht. Frei von Schmerz, frei von Leid, frei von Sünde in Ewigkeit. Befrei dich vom Fleisch, von deinem Leben, schick deinen Geist den Sternen entgegen. Schreitet wohl. Wow. Das Lied hat mir bis jetzt am meisten gefallen. Darf ich mir ein Lied wünschen? Was hat die denn noch für Lieder? Ach, hallo. So, jetzt. Ich will mir ein Lied wünschen. Heute Met im Angebot. Okay, dann nicht. So, der rote Ochse. Malfas zum Gruß. Ich suche eine Bleibe für die Nacht. Ist noch was frei? Klar gibt's ein Zimmer. Es ist kein arker Adelszimmer, aber warm und lausfrei. Okay, ich nehme es. Zehn Gold. Gut, wir lassen den Raum aufsperren. Und bitte, dreht keine krummen Dinger, in Ordnung? Wir achten hier den rechten Weg und wollen keinen Ärger. Okay, klar. Möge euer Weg stets eben sein. Wo finde ich das? Da hinten? Malfas zum Gruß. Rotorpse Wohnräume. Hier oben? Jetzt stecke ich hier fest. Ernsthaft? Jetzt stecke ich hier fest? Jetzt muss ich hier laden? Ernsthaft? Nur weil ich da nach oben gehen wollte und gucken, was da gibt's? Gehe ich nicht da hoch. Oder vielleicht hier rum? Hier ist nichts. So. Hier Geselle. Das ist das Zimmer, hä? So, bis... Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu früh. Ja, zu früh. Ich wollte um... So eine Zeit, aber... So, okay. Okay, gehen wir wieder runter. Und wieder raus. Sie waren nur zwei. Schreitet wohl. Wir werden uns auf jeden Fall alle Lieder hier nochmal anhören, die es gibt. Definitiv. Ich habe auf jeden Fall Bock. Hallo. Dann gehen wir mal wieder in die Unterstadt. Ich will wissen, ob es da jetzt wieder was Neues gibt. Apropos. Kann ich den aufladen? Ladung. Wir haben keine Gegenstände zum Verzaubern. Ich finde das manchmal doof, wie das hier gehandhabt wird. Mit dem Menü. Ich finde das echt ein bisschen doof. Da warte, wenn ich hier damit mache, mit Maus und Tastatur. Ich kann da jetzt nicht zu wechseln, ne?
So, den wieder ausrüsten, bitte. Aber wir gehen noch mal in die Unterstadt. Ich will jetzt wissen, ob wir da noch mal so einen Arena-Kampf machen können. Und ob wir den Ralata irgendwie beitreten können. Die hießen doch Ralata, oder? Ich hoffe, die hießen Ralata nicht. Ich will jetzt irgendwie mal, also ich wünsche mir, dass ich das mal richtig geraten habe. Oder gesagt habe. Okay, den können wir nicht anquatschen. Oder irgendwas verkaufen. Was mit ihr? Die konnten wir doch, oder? Ihr seid nicht von hier, was? Gebt auf euch Acht. In letzter Zeit geht es hier drunter und drüber. Okay. Aber ich finde das komisch, dass die hier überall diese Toten aufgehoben haben. Was soll das mit diesen Toten eigentlich bedeuten? Also für die Stadt an sich. Vor allem bei dieser einen Statue, die da ist, hängt ja auch einer runter. Achtet ein Magier nicht auf sein Arkanistenfieber. Oh, komm. Willst du auch einmal zu Ende lesen? Oder zu Ende vorlesen? Krieg, Verlorene und Chaos überall. Ich habe schon immer gewusst, dass es mit unserer Welt den Bach runtergeht. Zu wenig Wegestreue, zu viel kyranischer Philosophie schon für die Menschen. So, suchen wir mal den Weg zur Unterstadt. Müsste doch hier sein, oder? Ne, das führt ins Herzland. Ja, sie haben wie so ein Esel. Geht's nochmal zur Unterstadt? Also Südviertel? Sitzen einfach nur rum und warten darauf, dass sich die Sachen von selber lohnen. Marktplatz? Okay, durch den Marktplatz müssen wir. Malfas zum Gruß. So, Südviertel. Eiterkäfer findet ihr vor allem in der Pulverwüste, aber auch in den alten Ruinen. Zur Wüste will ich auch irgendwann, früher oder später. So, Hauptkaverne. Kann man hier auch eigentlich so einen alternativen Start anfangen? Einen Obolus, der Herr wird es euch vergüten. Würde ich gerne auch machen wollen. So einen alternativen Start. Man fängt dann so in der Unterstadt an, irgendwie als so ein Bettler oder sowas. Muss ich hier erstmal irgendwie hocharbeiten? Durch gewisse Jobs, so Diebstähle, Taschendiebstähle meine ich so. Oder Einbrüche. Ja? Meinetwegen auch als in der Prostitution kann man meinetwegen auch gerne machen. So, Arenaplatz. Obwohl, wir waren. Was war das hier nochmal? Das war einfach nur ein reiner Puff, kann das sein?
So, hier brauchen wir die Fackel aber auch nicht mehr. Hm, nicht schlecht. Marie. Schreitet wohl, Mesdames. So, ne. Mit wem kann man hier reden? Haru. Wildmagier im Sonnentempel. Fremdländer. Dieser Arantial. So ungewöhnlich wie sein Ruf. Das muss man ihm lassen. Mesdames. Ihr seht aus, als habt ihr ein gutes Herz. Bitte, einen Obolus. Wer ist denn das? Leandra. Hier kann ich nicht reden. Gibt es hier sonst jemanden, mit dem man reden kann? Ascha? Ja? Interagieren Hinterzimmer. Hier möchte wohl jemand nicht gestört werden. Ja, sollen die ihren Spaß haben? Mesdames. Hier kann ich ja mit niemandem reden, ne? Leandra will ja nicht mit mir reden. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Job oder sowas, hatte ich gedacht. Gehofft. Alte Lager, da waren wir ja schon. Arenaplatz. Wer ist denn das? Man war die schon im Schlagloch? Ein Haufen Idioten, die sich gegenseitig für ein paar. Hört ihr das? Hört ihr, wie die Tiefe zu uns spricht? Boomkämpfer? Boomkämpfer? Ne, warte. Obwohl, ich werde dann nochmal unten gucken. Hier, Rascha. Ja. Komm, bis zum nächsten Kampf abwarten. So, Runenschild. Ah, Rascha. Ihr kommt gerade recht. Wie sieht's aus? Ein Kampf steht an und ihr werdet ein geeigneter Kandidat. Okay, wer ist mein Gegner? Zwillinge. Zwei gegen ein? Ja, aber so wie ihr kämpft, denke ich, dass ihr eine Chance habt. Gefährlich wird's aber trotzdem. Also, was sagt ihr? Legen wir los. Geht runter und macht euch warm. Wir holen euch, wenn's soweit ist. Zwillinge. Herzlich willkommen im Schlagloch. Ihr wisst, wer ich bin. Ich weiß, wer ihr seid. Und vor allem weiß ich, warum ihr heute hier seid. Weil ihr einen Kampf sehen wollt. Heute kämpfen zwei bekannte Gesichter gegen ein weniger bekanntes, das ihr aber nichtsdestotrotz bereits in eure Herzen geschlossen habt. Die Zwillinge gegen die mysteriöse Kriegerin, die sich die Todesviper nennt. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Es geht um Gold und um Blut. Zeit, euch zu geben, wonach euch dürstet. Krieger, kämpft! Jo. Okay, die haben Runenwaffen. Jo, dann. Okay, den Kampf werde ich nicht schaffen. Das werde ich nicht schaffen. Okay. Nein, komm weg. Autsch. Das werde ich echt nicht schaffen. Kann ich irgendwie abhauen? Nein. Ah, verdammt.
Kämpft ihr jetzt gegeneinander? Ich würde den Kampf abbrechen wollen. So, hier. Ich würde den Kampf lieber sein lassen. Machen wir lieber andere Sachen. Den Kampf hätte ich echt nicht schaffen. Geht weiter. Charlotte Scherer. Wo finden wir eigentlich die? Wo können wir denen beitreten? Ich würde denen gerne beitreten wollen. Wohnbaracke. So, Tür. Hier Lufa Schimmelholz. Geht weiter. Durch Arbeit zum rechten Weg, dass ich nicht lache. Sie hat einfach noch nicht erkannt, dass der Kerl Gift für sie ist. Es wird geschehen. Was wird geschehen? Na, habt ihr euch vom Zusehen schon die Hände blutig geschuftet, Oberstädterin? Gittertür? Das ist eine Tür, aber wie... Hätte er mal sein Schattengeld bezahlt. Schattengeld? Wildmagier im Sonnentempel. Dieser Arantial ist so ungewöhnlich... Thealor Arantial ist zurückgekehrt. Hoffen wir, dass er wie die Truchessa weiß, wo seine Machtgebiete sind und wo nicht. Ralata Schera, Schläferin. Schläferin? So werde ich jetzt Schläferin? Eine silberne Wolke wollen wir nicht hin. Spielmann? Wildmagier im Sonnentempel. Dieser Arantial ist so ungewöhnlich wie sein Ruf. Das muss man ihm lassen. Na, wenn das nicht... Wo ist der Typ? Ist, wie wäre es mit etwas Zeit zu zweit? Kann ich mit ihr reden? Schöne Frau. Ich wollte wissen, was passiert mit dieser Zeit zu zweit. So, Marktplatz? Ne, da wollte ich nicht hin. Ich wollte eigentlich hier wieder raus. Aschehaupt. Wenigstens ein bisschen Licht bekomme ich hier oben. Unten. Warte mal, vielleicht da drinne? Im falschen Hund? Blutmondrevolte. Mit Gernot von Dichtersfell in der Rolle des Ritter Arthoros. So viel zu tun. Prinz Adrea von Milf. Pechgrube. Okay. Oberstädter. Verdammtes Ungeziefer. So, jetzt brauche ich wieder die Fackel. Und Vertrauen. Ich liebe diese Animationen, die machen. So ist es. Was? Mein Bruder schickt mich. Er will wissen, wo ihr den Tresorschlüssel für das Erbe eures Vaters versteckt habt. So, so. Will er das? Der gute Milbert und seine Silberzunge. Jetzt hat er sogar schon Lakaien gefunden, die die Drecksarbeit für ihn erledigen. Ich mach's kurz. Ich werde den Schlüssel behalten. Ich weiß nicht, was er euch erzählt hat, aber sicher nicht die Wahrheit. Wenn ihr die kennen würdet, wärt ihr jetzt nicht hier.
Welche Wahrheit? Über den Überfall. Das hat er euch doch sicher erzählt, oder? Wie die Banditen unsere Eltern abgeschlachtet haben und wie nur wir beide es aus dem Dorf geschafft haben. Was er euch vermutlich nicht erzählt hat, ist, dass er abgehauen ist, während ich noch im Haus war und mich versteckt habe. Er hat sich einfach alles gekrallt, was nach Groschen aussah, und ist abgehauen, verdammt! Wenn ich damals verreckt wäre, es hätte ihn kein Deut gekümmert. Aber gnädig wie das Schicksal war, kam es natürlich anders. Ich bin ihm nachgerannt, bis nach Ark, in diese verdammte Unterstadt hier. Aber nein, meinte er, war froh, mich zu sehen? Natürlich nicht. Er hat mich in seinem Zimmer schlafen lassen und er hat es so dargestellt, als sei es ein Privileg. Als das Geschäft lief, ist er abgehauen, in sein hübsches Haus dort oben. Ich bin ihm scheißegal, so wie schon immer. Ja, er zahlt für mein Zimmer in den Baracken, wenn man es denn so nennen kann, aber ansonsten nichts. Und jetzt kommt er angekrochen, weil ich mir den Teil des Erbes nehme, der mir zusteht. Das kann er vergessen. Also, wenn ihr mir den Schlüssel gebt und Milbert sein Gold bekommt, kann ich vielleicht ein Wörtchen mit ihm reden, ihn überzeugen, dass er euch versorgt. Ich habe eurem Bruder versprochen, ihm zu helfen. Gebt mir den Schlüssel, dann sehen wir weiter. Und wofür braucht ihr das Geld? Macht ihr noch etwas anderes, als hier unten herumzuhängen? Ich überlebe. Und da ich anders als mein Bruder für den nächsten Groschen nicht über Leichen gehe, ist das gar nicht so einfach hier unten. Ich versuche mal mit Rhetorik. So, so. Vielleicht könntet ihr das, ja. Aber selbst wenn, von dem Geld ist kaum noch was übrig. Also ist es eigentlich schon egal. Und nein, das ist keine Lüge. Ihr könnt euch selbst überzeugen. Der Schlüssel liegt hinter den Fässern am Eingang der Mine beim Marktplatz in der Unterstadt. Geht und bringt ihn Milbert und richtet ihm aus, dass er im Sonnenfeuer brennen soll. Hallo. Okay. Sela Flaschenbogen. Na los, geht weiter! Sela Pechstrang. Habt ihr es schon gehört? Angeblich macht so eine kilianische Händlerin Mael Groschenfürst die Führung der goldenen Sichel streitig. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Okay, Ralf, da eine Fremdländerin, was? Ihr habt euch einen seltsamen Zeitpunkt ausgesucht, um dieses Land zu bereisen. Hallo. Im Dorf munkelte man. Hier ist offen, aber sie sei verdammt an den Schatten der Vergangenheit. Ist eine Tür? Schreitet wohl. Ist noch immer dasselbe. Schankt mal. Was? Glaub und stets, wenn Lichtrot vom Himmel schien, hoffte sie. Ach so. Hallo. Bis dann. Schläft er hier einfach auf dem Boden? Geht weiter. Ich gehe ja schon. Tschüss. So, warte mal. Wir haben hier jetzt Teile und Herrsche. Unterstadt Barackenplatz. So, wir verbrauchen schon sehr viele Fackeln. Aber egal, nach jeder Fackel, die wir verbrauchen, haben wir wieder ein Kilo weniger. So, Unterstadt Marktplatz. Danach suchen? Da vorne. Weitergehen. Wie komme ich da hin? Ah, hier. So ist das eben. Schade. Er war ein guter Mann. Ah. Hure.
Wieso kann ich mit keinen von denen hier irgendwie was machen? Ah, ihr. Danke nochmal für eure Hilfe. Ohne euch hätte die Unterstadt jetzt eine Menge Witwen und Witwer mehr. Kann ich mit dem nochmal irgendwie was? Wer pünktlich sein Schattengeld zahlt, hat nichts zu befürchten. Wer hat das jetzt gesagt mit dem Schattengeld? Geht weiter. Was wollt ihr? Ja, ich bin am Gehen. So. Okay, dann haben wir wenigstens eine Quest hier erfüllt. So, altes Wasserwerk. Altes Wasserwerk. Altes Wasserwerk. Kommst du denn her? Nehme ich alles mit. Ich habe so ein Gefühl, hier könnte noch jemand irgendwo sein. Ja, hier sind noch mehr. Wir suchen Bücher. Golden Frost nehmen wir auch mit. So, Wildmagier. Das nehmen wir mit. So. Nehmen wir mit. Stab der Erdung. Glimmerstaub. Feinstahlschuhe. Ich nehme trotzdem alle Bücher mit. Beutetruhe. Feiner Mantel. 100 ist er wert. Moderne Leichtigkeit, das nehmen wir auch mit. Gehen wir mal unten weiter gucken. Zum Beispiel hier. Feiner Hut. Pfeife. Hufeisen. Feine Armbinden. Feine Kleidung. Die nehmen wir auch beide mit. Ein richtig Bad wert. Nehmen wir mit. Stahlschild nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Amboss. Ah,
Ach so. Schleif dein, lass noch mal sein. Stahlschritt. Wo Glimmerstaub nehmen wir mal mit. Hammerzickel. So, sonst ist hier keiner mehr. Noch nicht überladen. Eisendolch. Roten auf. Alter Stahlpfeil. Die können wir nicht mitnehmen. Schade. Ein Hobel. Hier drin Nägel. Lassen wir mal sein. Adelsviertel. Das führt direkt nach oben in Adelsviertel? Einen Groschen mit am. Bitte nur einen. Altes Wasser. Okay. So, aber jetzt erstmal wieder was essen. Okay, ich dachte, er hätte jetzt einen Namen gehabt. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Jäger hat auch keinen Namen. Loot, wo ist Milbert? Verdammt, das sieht nicht gut aus. Den Schüssler am Marktplatz der Unterstadt finden und zu Milbert bringen. Beendet. Warte. Nee, warte. Silas Behausung nach Hinweis zu Milberts Verschwinden durchsuchen. Ark Torhaus. Nee, warte, wo ist sein Haus? Hm? Der hat wahrscheinlich sein Schattengeld nicht bezahlt. Also ich gehe davon aus, dass er es nicht bezahlt hat. Aber jetzt fehlt mir ein Händler. Arg Gluft. Ich habe ein ungutes Gefühl hier gerade. Fünf Groschen. Viele.
Das sind wirklich sehr viele. Gegen so viele, wie soll man das schaffen? Manche Monster haben Resistenzen. Okay. Ich würde die Gruft vielleicht doch lieber erst. Ey, das ist mir echt ein bisschen zu heftig hier. Gegen so viele. Und ich will jetzt hier nicht auch noch rauslocken. Dass ich hier die. Krieg, Verlorene und Chaos überall. Ich habe schon immer gewusst, dass es mit unserer Welt den Bach runtergeht. Zu wenig Wegestreue, zu viel kyranischer Philosophie schon. Blut und Staub, Die Menschen lesen. Das sind doch die wahren Ursachen für all das. Novizen Elia? Alles in Ordnung? Was? Was ist los mit euch? Ist alles in Ordnung? Natürlich ist alles in Ordnung. Das hier ist ein Friedhof, das ist ein Grab und ich knie davor. Mir könnte es nicht besser gehen. Verzeiht. Das richtete sich nicht gegen euch. Ich weiß einfach nicht, wo mir der Kopf steht. Wessen Grab ist das? Wer liegt dort begraben? Meine Schwester. Gidea. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber es gab diesen Zwischenfall im Tempel. Der rote Wahnsinn. Oh. Magister Jero. Dann habt ihr davon gehört. Meine Schwester. Sie war auch Novizin wie ich und sie... Wisst ihr, sie... Sie hatte diesen Jungen kennengelernt. Er war Schaffenden Pfades. Und weder unsere Eltern noch der Heilige Orden hätten es gestattet. Mir hat sie sich anvertraut. Sie hatte vor, mit ihm durchzubrennen, wie in den Badenliedern. Ich habe gesagt, dass es unser Pfad sei, dem Orden zu dienen und dass ihm zu verlassen Sünde wäre. 3 Tage später ist es passiert. Sie ist bei Jeros Tat umgekommen und ihr gebt euch die Schuld, richtig? Ihr sagt das, als wäre es ungerechtfertigt. Aber es ist so. Ohne mich wäre sie jetzt in Dünenheim und würde ein neues Leben aufbauen. Ich bin schuld daran, dass sie an diesem Tag zur Lehrstunde erschienen ist. Egal, wie ich es mir versuche, zurechtzureden. Es ist die Wahrheit. Sie hätten vor den Toren der Stadt genauso gut von Banditen überfallen werden können. Niemand hätte das kommen sehen können, auch ihr nicht. Wenn das schuld ist, dann der rote Wahnsinn. Jammern holt sie nicht zurück. Helft den Apothekariern, Heilmittel gegen den roten Wahnsinn zu. Naja, niemand hätte das kommen sehen können. Auch ihr nicht, würde ich sagen. Das ist leicht für euch zu sagen. Naja, ich sollte zurück zum Tempel. Danke für eure Worte. Gestattet Eventualitäten. Magister Ragorn von der Rückkehr der Novizen berichten. Können wir auch jetzt eben mal schnell machen, wenn wir hier... Ark-Kaserne. Lass mich gerade, die muss nach oben. Kasernenviertel. So, jetzt ist die Frage, kann ich da jetzt einfach so rein? Oder muss ich mich irgendwie anders kleiden oder so? Ihr dürft passieren, aber benehmt euch. Okay, ich darf rein. Dies ist heiliger Boden, Fremdländer. Ihr gehört nicht hierher. Ich finde dessen Rüstung auch irgendwie interessant. So, beim Schleichen symbolisiert das Auge den Grad eurer Verbauung. Ah, da bist du ja. Magister Milam sucht nach dir. Milam, warum das? Weiß ich nicht genau, aber ich glaube, es geht um den Folianten, den du transkribieren solltest. So, Sonnentempel Chronikum. Was? Ragorn. Schreitet wohl. Ich habe Elia gefunden. Sie war auf dem Friedhof beim Grab ihrer Schwester. Ich schätze, ich sollte etwas Nachsicht walten lassen. Hier, das sollte euch für eure Zeit entlohnen.
Jetzt entschuldige ich mich. Wir haben eine Menge zu tun. Okay, kein Thema. 314 Punkte für die nächste Stufe noch. Ja, jetzt lass mich vorbei. Liam Hüter. Hieß er nicht auch Liam? Na, Arcanist, okay. Okay, die Quest dann haben wir auch erledigt. So. Wer ist das? Hier gehört nicht zum Orden. Was tut ihr hier? Geht weiter. Was? Ich würde mal dahin gehen wollen. So, hohe Mutter Arcadia. Bitte geht weiter. Kann ich die Dinge eigentlich benutzen? Nein, leider nicht. Alter, wie... Man kann bis nach ganz oben. Okay. Nein. Frag mich jetzt nur... Okay, die Wüste können wir von hier aus nicht sehen. Aber immerhin die Berge, die eisigen Berge. Und die Wüste ist wahrscheinlich da hinter den Bergen. Mal. Okay, das ist. Nee, Westen? Also ich gucke in die Richtung gerade. Ich versuche mal zu erkennen, wo sind die Zwillingstürme. Ah, da hinten. Da, wo jetzt mein Cursor ist, da sind die Zwillingstürme. Da ist der eine, da ist die Brücke und da ist der andere. Ich finde es aber schon krass, wie weit man es sehen kann. Aber ich würde sagen, wir machen dann hier in der nächsten Folge weiter. Ich beende mal die Aufnahmesession mal für heute. Ich werde langsam müde, so ist es schon auch 1 Uhr. Deswegen, ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, IMAX Deus und bis zur nächsten Folge. Ciao.